Wir haben Charlie Hotep zurück. So was Cooles. Liegt das an mir oder sieht Lady Liberty etwas anders aus? Ja. Ich bin sicher, die hat was machen lassen. Aber komm schon, welche 230 Jahre alte öffentliche Person hat sich nicht schon ein-, zweimal den Hintern liften lassen? Den Hintern? Na gut. Hier sind ein paar Sams, die können wir gar nicht angucken. Oh, Entschuldigung. Und wir kommen nicht weiter als hier, okay. Hui! Spielsachen. 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 Schießen oder rennen? Rennen wir los. Spielsachen. 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 Himmel! Spielsachen. Die Möwe. Tja, das war mal eine Spitzenverfolgungsjagd durch die klonverseuchten Straßen der Stadt. Und die Klone waren auch ziemlich übel. Wir haben sie endlich abgeschüttelt. Ich kann sogar noch mehr. Ich mache euch eine Zeichnung. Wer hat das gesagt? Was? Okay. Halt, wollte ich gar nicht. Dobidobido, Kisten stapeln, dobidobido. Er ist echt ein einfacher Typ, oder? Oh ja. Er ist glücklich in seiner Einfachheit. Geh nicht zu nah ran. Wir wollen ja nicht diese spielzeugerschnüffelnden Simulacra auf den Fersen haben. Spielzeug! Nee! Spielzeug! Au! Diese gut aussehenden Teufel haben alle die gleichen Gedanken. Erstaunlich. Erstaunlich für dich vielleicht, aber meine Nebenhöhlen werden demnächst von Onkel Flo besucht. Mhm. Tja. Übersinnliche Bauchrednerei. Hey, ihr da. Hat jemand Interesse an meinen Spielsachen? Spielsachen. Spielsachen. Was zum Teufel? Bleibt mir vom Leib, ihr Trottel. Spielsachen. Oh, Sal. Der arme Kerl. Laster Blaster wahrscheinlich, oder? Sieht so aus, als hätten die Klone diesen Haufen Müll schon durchsucht. Hey, unser alter Freund Blaster Blaster. Eher eine gerade mal so ertragbare Bekanntschaft. Mhm. Du siehst zum Kotzen aus, alter Kotzbrocken. Sam, Max, was macht ihr denn in Vegas? Oh, Junge. Machst du wieder bei den Cops mit, jetzt wo dein Vegas-Abenteuer vorbei ist? Dieser Teil meines Lebens ist vorüber. Ah ja. Sag mal, du weißt nicht zufällig was über die ganzen Sam-Klone, die hier rumrennen, oder? Die gibt es wirklich? Ja. Heilige Mutter Gottes! Ich glaube, das war ein Nein. Was ist mit dir passiert? Tja, wir dachten, du wärst in Vegas und würdest Bosco beim Kartenzählen und Tanzmäuse angraben helfen. Maximales Versagen! Warum? Hat Kartenlaut mitgezählt! Ja, die Dealer merken sowas in der Regel. Hab Kartenlaut mitgezählt. Brauchst du Hilfe? Nein, danke! Ich bleibe hier, bis ich meine Schilde regeneriert habe! Okay. Weißt du, was mit Bosco passiert ist? Bosco blieb in Vegas, um Schulden beim Casino abzubezahlen! Tische abräumen? Männlicher Stripper! Oh oh! Interessant. Hinterließ Brief für Mama! Liebe Mama, rate mal. Ich habe ein Mädel kennengelernt. Es sieht so aus, als blieb ich etwas länger als geplant in Vegas. Bitte kümmere dich um den Laden, solange ich weg bin. In Liebe, Bosco. P.S. Könntest du mir etwa 20.000 Dollar überweisen? Schlechteste Bosco-Imitation aller Zeiten! Was dagegen, wenn wir den Mama Bosco bringen?
Nehmt ihn! Ich will nie wieder etwas mit Bosco zu tun haben! Nicht so laut, Blaster! Bis dann, Blaster! Jetzt bin ich der Tod geworden! Der Tod geworden? Was? So, was steht denn jetzt hier noch? Fettleibige Hundemenschen überrennen Stadt. Oh! Fettleibige? Also bitte! Ich weiß. Bei Hungrige hätten sie eine größere Schrift verwenden und dabei eine Alliteration benutzen können. Tja, Maxi, das war's hier. Das war's. Es wäre unhöflich, Cell bei seiner Unterhaltung mit den Sam-Klonen zu unterbrechen. Mann, der arme Cell. Immer kriegt er wegen uns auf die Fresse. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Okay, Freunde, jetzt können wir, glaube ich, die Seance abhalten. Whee! Noch eine lächerliche Seance? Ich schäme mich langsam für euch. Mann, das ist ironisch. Meine Herren? Okay, wie ist es damit? Fürs Begräbnis bestimmte Phantome mit bleichen Knochen. Nehmt telefonisch mit uns Kontakt auf. Nee, nicht telefonisch. Mach mal weiter, Sam. Ghule und Kobolde aus einem Black Sabbath Song. Gib uns ein Zeichen, indem du den Gong da schlägst. Indem man diesen Gong schlägt. Weitermachen, Sam? Den Gong? Kommt schon, Leute. Okay, wie ist es damit? Fürs Begräbnis bestimmte Phantome mit bleichen Knochen. Nehmt telefonisch mit uns Kontakt auf. Nee, nicht telefonisch. Ich glaube, Geister der Unterwelt, sprecht zu mir. Das habe ich nicht gesagt. Wow, brutaler Raum. Diese Seance ist so gruselig. Ich will zu meiner Mami. Sehr witzig, Mr. President. Vielleicht sollten wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Mist, ich war mir okay. So sicher. Wie ist es damit? Fürs Begräbnis bestimmte Phantome mit bleichen Knochen. Ich war mir so sicher, Nehmt telefonisch mit uns Kontakt auf. Ich war mir so sicher mit Charlie Hotep. Ich warte hier am Telefon, ihr Geister. Teleportation. Weggehen? Nee. Wow, brutaler Raum. Probieren wir einen anderen. Sich wie ein besoffener Schimpanse treiben lassen. Ihr Geister, kommt raus, wo immer ihr seid. Wenn Harry wirklich glaubt, dass das staubige alte Bild von Onkel Morty Geheimnisse von jenseits des Grabes ausspuckt, ist er ein größerer Depp als die zwei Typen, die eben richtig? Das erreichen wollen. Moment! Geister, die noch vom letzten... Wo ist das Bild? Vielleicht. Wartet, wo ist das Bild von Onkel Monty? Morty? Schnell! Sam, warum hast du nicht Herr Barryby nach seinem Obonkable Mobortyby gefragt? Babas? Harry, wo ist das Bild? Harry! Bitte geht weg! Oh Mann! Erzähl uns doch mal von diesen kürzlich verstorbenen Verwandten. Sorry, Sam. Die Erinnerung daran ist noch zu frisch. Na gut. Mist. Wo ist das Bild von Onkel Morty? Halt durch, Harry. Hab ich eine Wahl? Wo ist das Bild von Onkel Morty? Aber die merken doch, wenn wir uns in Onkel Morty verwandeln. Onkel Morty. Hey, bei Yogg-Sothoth war doch ein Maulmann-Bild, aber wir können...
Wir können das Bild ja nicht übernehmen wegen Paperweights, blöden Fluch oder was auch immer das ist. Menno, Onkel Marty. Oh, schau mal, meine besten Freunde. Sabatini und Masuvius. Sich Namen auszudenken ist schwieriger, als es aussieht. Mhm. Die Story der Kleinen war fadenscheiniger als ein Volk, das Blatt einlagiges Klopapier und doppelt so anrüchig. Das sollte ich öfter machen, das macht Spaß. Teleportation. Okay, Doc, ich hab da noch ein paar Fragen. Natürlich tust du das. Mist. Ah, wartet mal, wir haben doch hier noch was. Ach, hier ist das Maulwurfbild. Und siehe, Bruder Acidophonus kehrte in einem Lichtblitz aus dem kichernden Reich der schlürfenden Nahrungsaufnahme zurück. Obwohl kichernd und von Visionen krabbelnder Käfer geplagt, erschlug der edle Acidophonus die Bestien aus den Dimensionen der Finsternis. Als er seine Feinde besiegt hatte, brachte Acidophonus den Zerstörer zurück ins kichernde Reich der Schlürfenden. Jahre später wurde er von einem erzürnten... Freunde, ich habe nichts gedrückt, irgendwas ist da mit der Sound, dem Sound falsch. Boscos Brief an Mama Bosco. Igitt, der Umschlag ist voller Bosco-Spucke. Bosco hat schon immer etwas gesabbert. Max? Das gebe ich nicht weg. Das ist der Schlüssel zum kichernden Reich der schlürfenden Nahrungsaufnahme. Spielzeug? Immer noch nichts. Wenn Harry wirklich glaubt, dass das staubige alte Bild von Onkel Morty Geheimnisse von jenseits des Grabes ausspuckt, ist er ein größerer Depp als die zwei Typen, die eben das erreichen wollen. Nee, Moment! Also die Seance ist schon richtig, wenn wir auf Max Hinweis hören. Seance, da. Onkel Morty, ist das Bild, das wir da jetzt im Inventar haben? Ich bin verwirrt. Maxi, kannst du das nicht verwenden? Nee, nicht die Karamell-Icy. Das gebe ich nicht weg. Nee, falsch. Diese antike Manuskriptseite ist zu empfindlich, um sie so zu verwenden. Mal sehen. Lichtblitz, blablabla, kicherndes Reich, der kichernd und von Visionen krabbelnder Zerstörer vernichtet Dinge aus den Dimensionen, um später von einem Nur ein echter Hellseher kann... Ich kann nichts machen, Freunde. Da ist der Sound irgendwie falsch. Keine Ahnung. Tut mir leid. Aber wir wissen ja ungefähr, was drin steht, ne? Whee! Diese antike Manuskriptseite ist... Diese antike Manuskriptseite ist zu empfindlich, um sie so zu verwenden. Hm.
Wenn Harry wirklich glaubt, dass das staubige alte Können Bild von Onkel Moss die Geheimnisse von jenseits des Grabes ausspuckt, ist er ein größerer Depp als die zwei Typen, die eben das erreichen wollen. Ah, nee, Moment! Das war ein bisschen viel auf einmal, aber... Aber Max hat schon recht. Irgendwie brauchen wir ein Bild. Der Pinguin ist auf der Koppel. Ich wiederhole, der Pinguin ist auf der Koppel. Okay. Das staubige Bild von Onkel Morty. Staubiges Bild. Das da oben haben wir ja schon probiert. Das kann man nicht angrabbeln. Oh Mann, oh Max, tu doch mal was. An alle Einheiten, Boskotec einkreisen und umstellen. Wartet mal. Noch ein... Ja. Meine Herren. So, jetzt. Vielleicht... Ghule und Kobolde aus einem Black Sabbath Sock. Dieser antike Manuskript. Nur ein echter Hellseher kann die Geister heraufbeschwören. Probieren wir einen anderen. Sich wie ein... Das gebe ich nicht weg. Oh Mann, Ghule und Kobolde aus einem Black Sabbath Song. Gib uns ein Zeichen, indem du den Gong da schlägst. Gong schlagen. Indem man diesen Gong schlägt. Gong schlagen. Ich weiß es nicht. Übersinnliche Bauchrednerei. Den Gong? Kommt schon, Leute. Okay, wie ist es damit? Fürs Begräbnis bestimmte Phantome mit bleichen Knochen. Hm. Nehmt telefonisch mit uns Kontakt auf. Ich warte hier am Telefon, ihr Geister. Gedanken lesen. Doofer Superball, kann ich mal Kontakt zu Onkel Morty herstellen? Und der ist erst seit einer Woche tot. Onkel Morty. Okay, wie ist es damit? Wenn Harry wirklich glaubt, dass das staubige alte... Sie? Onkel Morty. Vielleicht. Das wollten wir gerade tun. Ja, Onkel Morty, wir müssen zusammenarbeiten. Also Sam... Labert? Sam, warum hast du nicht Herr Barryby nach seinem Obonkable Mobortyby gefragt? War was? Irgendwie. Onkel Morty. Agent Superball hier. Hören Sie bitte auf, Musical-Nummern in den offenen Kanal zu summen. Das nervt. Ich habe eine Idee jetzt erstmal. Teleportation. Wenn ich nur wüsste, wo das staubige alte Bild von Onkel Morty ist. Das Ding behalte ich lieber für irgendwas, was sicher nie ganz erklärt wird. Okay. Der Kuchen. Und ein Bild von Onkel Morty. Eine Seite eines erläuterten Manuskripts, in dem ein Zwischenfall mit etwas beschrieben wird, das Zerstörer genannt wird. Mal sehen. Lichtblitz, bla bla bla, kicherndes Reich, der kichernd... Ja. Ja, Charlie Hotep. Wie kann uns Charlie Hotep helfen? Whee! Für die brauchen wir den Zerstörer, richtig? Wir kommen nicht in die Nähe der Klonkocher-DNA-Aufnahme, solange wir die Tentakel nicht losgeworden sind. Dr. Mama Bosco muss eine Menge wegen dieser Klontanks erklären. Das hast du schon mal gesagt. Das kann man ruhig wiederholen. Hui! Cell am Hafen. Blaster, Blaster? Wo ist nur das Bild von Onkel Morty?
Harry! Bitte geht weg! Wenn ich euch nur anschaue, muss ich an die ganzen Millionen denken, die ich euretwegen verloren habe. Sorry. Erzähl uns doch mal von diesen kürzlich verstorbenen Verwandten. Sorry, Sam. Die Erinnerung daran ist noch zu frisch. Na gut. Halt durch, Harry. Hab ich eine Wahl? Nee. Das gebe ich nicht weg. Onkel Morty. Whee! Ist vielleicht das da oben, Onkel Morty? Der da? Ich glaube es zwar nicht, aber... Nur ein echter Hellseher kann die Geister heraufbeschwören. Whee! Tja. Xenoplast. Übersinnliche Bauchrednerei. Ich, Harry S. Maulmann, schwach im Geiste und physisch noch schwächer, ermächtige hiermit Agent Superball, mich in einen Kreis der Hölle seiner Wahl zu verbannen. Das war ich nicht! Ah, sehr witzig, die Herren. Sir, Sie sollten wissen, dass ich unter diesem ruhigen Äußeren komplett am Ausflippen bin. Sehr witzig, meine Herren. Oh! Ich bin gekommen, dich zu holen! Wer soll denn das sein? Das ist die widerliche Menschenbestie, die Mama Bosco in ihrem Schrank versteckt. Ah, ja! Genau, Max. Oh Mann, Rhinoplast. Zukunftsvision. Die Zukunftsvision sagt, dass die Seance erfolgreich ist. Teleportation. Oh, ich bin echt überfragt, Freunde, gerade. Schau mal, wie selbst jetzt geht. Okay. Obwohl sie auf einem Spielzeugraubzug sind, der ohne Zweifel das Ende der Welt herbeiführt, bin ich wirklich stolz zu sehen, wie sorgfältig meine Klone bei der Arbeit vorgehen. Ein Maxi! Oh. Sam? Hoppala! Süß. Tja. Das ist absolut spitze! Was? Blaster Blaster, der durchs Weltall fliegt. Ich kann sogar noch mehr. Ich mache euch eine Zeichnung. Was ist das? Okay, okay, okay. Was ist das? Was war das? Er macht uns eine Zeichnung. Okay, wartet mal. Okay, wartet mal. Können wir? Vielleicht? Blaster Blaster wird keine Gedanken haben, oder? Doch? 1, 1, 0, 0, 1! Ja? Ist dies deine Karte? Was? Mit wem zum Geier redest du da, Max? Keine Ahnung, muss einer von den abgefahrenen übersinnlichen Kraftmomenten sein. Okay, ist ja auch egal. Sam, du stehst im Weg. Er macht uns eine Zeichnung von irgendwas. Das können wir bestimmt mit Rhinoplast. Jetzt warte mal. Übersinnliche Bauchrednerei. Blaster? Ja. Aufgepasst, Hundeklone! Blaster Blaster hat viele Spielsachen der Macht in sich versteckt. Und ihr kommt nicht an sie ran! Hey, lass das! Das gibt's! Ach, egal! Lass auf immer! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sal! Sorry für eben. Sal! Sam und Max, was führt euch hierher zu den Lagerhallen? Ach, das Übliche. Geheimnisse, Intrigen. Das Brausen der Theaterschminke, der Geruch des Publikums. Ist Kuchen? Kuchen! Hey, Sal, du bist doch ein ziemlich guter Koch, oder? Ich kenne mich mit einem Zestenreißer aus, ja. Warum fragst du? Wir brauchen jemanden, der uns schnell einen Geburtstagskuchen backt. Klar, ich könnte sicher eine Pause machen und einen zusammenrühren. Was für ein Kuchen soll's denn sein, Jungs? Eine umgedrehte usbekische Blutkuchenüberraschung?
Oh, das wird nicht ganz einfach, Sam. Weißt du nicht, wie man die macht? Oh, ich weiß, wie man die macht. Jeder Konditor, der was auf sich hält, weiß, wie man die Schönheit herstellt. Man kommt nur echt schwer an alle Zutaten ran. Mach dir darüber keine Sorgen. Sam und ich leben dafür, abartige Zutaten oder ähnlich benannten Ersatz aufzutreiben. Es geht aber nicht nur um die Zutaten. Es dauert buchstäblich einen Monat, eine umgedrehte usbekische Blutkuchenüberraschung zu backen. Wenn ihr die heute braucht, habt ihr ein Problem. Kannst du uns wenigstens sagen, wie sowas aussieht, falls wir dem Ding in einer dunklen Gasse begegnen sollten? Ich kann sogar noch mehr. Ich mache euch eine Zeichnung. Voila! Yay! Beeindruckend! Ja? Ich habe ein Diplom in Kreidezeichnung von der Bildeburg Akademie für Koch und Bildende Künste. Wow, nicht schlecht. Du hast also hierfür deinen gemütlichen Job im Museum gekündigt? Der Job im Museum wurde langsam gefährlich mit den ganzen Feuern, schleimigen Tentakeln und Gorillaschlägereien. Ich bin einfach nicht für so ein aufregendes Leben gemacht. Okay, Freunde.